Jo, Leute, euer Re hier. Herzlich willkommen zu Re am Mittwoch. Und habe ich noch Milch im Bad? Ich habe gerade meine Cerealien gegessen. Leute, vielen, vielen Dank für 850 Abonnagus. Ja, hammerhart. Ich freue mich riesig. Harter Tag gehabt heute in der Arbeit. Heimgekommen und gesehen 850 Abonnagus. Hammerhart. Vielen, vielen Dank. Und ja, ihr wisst, was das heißt. 850 Abos gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ne? Bei 100 gibt es dann immer ein bisschen mehr. Bei den 50ern, ne? Aber ey, immerhin ein Gewinnspiel. Ne? Dazu kommen wir gleich. Ich möchte mich erstmal beim Check and Soccer entschuldigen. Ich werde heute nicht die Tetris Tag Challenge machen können, weil es wurde einfach doch viel mehr, als ich gedacht habe und einfach auch später, als ich gedacht habe. Aber ich versuche es wirklich am Wochenende nachzuholen. Versprochen. Okay? Also, ich schaue gerade auf meinen schlauen Zettel. Während ihr das hier jetzt seht, und ihr wisst was, ich habe noch gar keine, ich weiß schon, was ich fragen werde. Also, wenn ihr mitmachen wollt im Gewinnspiel, ja, müsst ihr erraten, wie viel lose SNES-Module ich habe. Ja? Als Kommentar, wie viel lose SNES-Module ich habe. Damit es keine, also es kann grundsätzlich jeder mitmachen. Innerhalb Deutschlands kein Problem. Außerhalb von Deutschlands muss man sich dann was überlegen, denn die Versandkosten sind einfach zu krass, dass man, falls jemand aus dem Ausland gewinnt, bis irgendwie an den Versandkosten sich beteiligt oder irgendwas. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen wir schon gebacken, keine Angst. Und mein linker Arm, oh! Oh Gott, ist die Kamera schwer. Also, zum Mitmachen, Video liken, Abonnent sein und raten, wie viel lose SNES-Module ich habe. Ja, ihr Schlawiner. Also, während ihr das Video hier seht, bin ich gerade auf dem Weg, wahrscheinlich ein NES-Deal klarzumachen. Und zwar folgendes Paket. Das ist eine NES mit drei Pads, einem 4-Score, Mario 3, das 3-in-1 Modul, Looney Tunes und Snake Rattle and Roll. Und zwar kommt dieses Paket von dem letzten Flohmarkt, so in der letzten Folge, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Da war ein Pärchen, den habe ich insgesamt, glaube ich, 7 PlayStation 1 Spiele für 3 Euro abgekauft und habe die dann noch gefragt, habt ihr irgendwas zu Hause vielleicht noch? Und er hat gemeint so, ja, eine NES, bla bla bla, und hat mir Bilder geschickt. Und wir haben uns auf 45 Euro geeinigt. Und das gehe ich jetzt nach dem Video dann gleich abholen. Sau cool, freue mich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch ins Bett und ich zeige euch, was ich noch tauschmäßig reingekriegt habe und was ihr gewinnen könnt. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder back auf dem Bett und ja. Kleiner Überblick über alles erstmal. Fangen wir mal hier links an. Das war ein Tauschgeschäft mit dem Michael. Mit dem Michel Enderich, sorry. sau cool. Er hat von mir bekommen Carrera Power Slide für den Advance. Das war komplett. Also in OVP. Das Wario Incorporated für die GameCube. Genau, und ein paar Goodies. Und von ihm habe ich bekommen einmal das Schlümpfe und einmal das KO, George Foreman's KO, das, die haben mir gefehlt in der Sammlung. Da haben wir noch schöne Goodies eingepackt für den DS, Ultimate und Golf. Ja, also es scheint irgendwie ein, eine Compilation aus verschiedenen Feld-Games zu sein, aber auf jeden Fall Dankeschön dafür. Und das gefällt dem Krempel bestimmt. Einmal ein Parfum. Ein, ja, von Nickelodeon, also von den Turtles. Und ich habe mal reingerochen und es riecht auf jeden Fall wie Jean-Paul Gaultier. Ja? Also Dankeschön dafür, Michael. Schöner Tausch. Bis zum nächsten. So. Dann habe ich mir Hüllen bestellt und zwar von dem Manuel. Ihr könnt seine, weil er ist nicht auf Facebook oder so, der ist nur über E-Mail erreichbar. Dem seine E-Mail-Adresse werde ich auch in der Beschreibung nochmal reinhauen. Damit ihr, wenn ihr Bock habt, bei ihm Hüllen bestellen könnt. Der macht nämlich wirklich für alles. Also das war jetzt, das, ja, also die Dinger gibt es ja auch beim Tommy in der Größe. Aber er hat zum Beispiel, er macht wirklich alles, egal was ihr wollt.
egal was es ist, schickt ihm die Maße und er macht Hüllen für euch. Und ich habe mir fünf von diesen Bienengräberhüllen bestellt und die passen auch wie angegossen. Und ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöne Qualität auf jeden Fall. Macht es auf jeden Fall wertiger. Ja, auch wenn die OVP ein bisschen mitgenommen ist, aber hey, Scheiße vergolden, macht immer Spaß. Oh nein, wie kannst du denn ein Zelda-Spiel scheiße und in einem Satz und ja, ne, ihr wisst schon. Nein, Spaß. Ne, Dankeschön, Manuel, Hammerarbeit. Und für die Big Box hier, für den Super Game Boy hat er mir auch eine gemacht. Wirklich, wirklich gute Arbeit. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung, dann findet ihr seine E-Mail-Adresse und könnt euch eure bestellen. So, dann kommen wir zum Gewinn. Hier seht ihr schon, wie ihr mitmachen könnt, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und das hier gibt es zu gewinnen. Ein Game Boy bzw. N64 Reklameblatt. Dann einmal für die Genesis. Das Phantasia. Und ich glaube, die drei Dinge hier habe ich von Murat gekriegt damals. Also danke an Murat für quasi das hier, ne, als Spende für das Gewinnspiel. Ein Super Game Boy, einmal die Bu-Socken hier und ich verspreche, ich habe sie nur einmal angehabt. Ja. den kleinen Burschen hier von Pokémon, dieser Game Boy Color, Kellogg's, Dingsbums, da ist sogar ein Modul drin, lässt sich zwar eigentlich rausnehmen, aber meine linke Hand ist zu schwach. Einmal für den Advance. Das Fatal Fight 1. Einmal Rally Sport Challenge 2 lose. Hammergeil, auch lose. Die DVD, und zwar der Director's Cut von Blade Runner. Eine Game Boy Anleitung und viermal die Game Boy Hüllen für lose Module. Jo, Berg wieder hier oben. Leute, nochmal vielen Dank für 850 Abos auf weitere Hammerhart. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Gewinn. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Und ja, bis zum Wochenende. Euer Reed.